der Ninebot Max G30D2. Das beliebte Modell von Ninebot kommt nämlich statt mit 14,7 Amperestunden sogar mit 15,3 Amperestunden Leistung, bedeutet nochmal mit 0,6 Amperestunden mehr Akkukapazität. Laut Hersteller sind hier 65 Kilometer Reichweite möglich, 10 also weniger als Trittbrett angibt, aber wie gesagt wollten wir hier nach den reinen Fakten gehen. Es kann aber natürlich sein, dass der Trittbrett-Scooter trotzdem mehr Reichweite hat, das liegt natürlich auch immer an anderen Funktionen, beispielsweise an der speziellen Konstruktion des Akkus, am Aufbau des Motors, am Gewicht des Scooters und so weiter. Auf dem Papier ist allerdings hier trotzdem der Ninebot-Scooter vorne, er ist sogar mit 19,9 Kilogramm ca. 3 Kilogramm leichter als das Trittbrett-Modell und mit seinem 350 Watt Motor auch theoretisch geringer im Verbrauch. Trotzdem kommt es hier natürlich auch auf das eigene Gewicht an, auf den Fahrmodi, den man hier auswählt, beziehungsweise auf den Untergrund, den man fährt. Auf dem Papier hat das Ninebot-Modell, wie gesagt, mit 15,3 Amperestunden die höchste Reichweite. Aufgeladen ist dieser Akku hier komplett in nur 6 Stunden und auch mit allen weiteren Funktionen, die uns das Ninebot-Modell bietet, kann es als straßenzugelassener E-Scooter überzeugen. So kommt der Bestseller von Ninebot mit verschiedenen Fahrmodi, die man auswählen kann, natürlich allen Sicherheitsfunktionen, hinten eine elektronische und vorne eine Trommelbremse, natürlich permanentes Vorder- und Rücklicht sowie auch seitliche Reflektoren. Natürlich kann man das Modell auch sehr einfach einklappen und dadurch transportieren und mit dabei ist hier auch wieder ein LED-Display, um die wichtigsten Fahrdaten immer im Blick zu haben. Per Bluetooth kann man hier auch über sein Smartphone den Batteriestand, Wartungsinformationen und weitere Fahrdaten auswerten. Insgesamt überzeugt uns der Ninebot Max G30D2 vor allem aber durch sein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis. Denn obwohl das Modell die im Vergleich beste Akkukapazität hat, handelt es sich hier nicht um das teuerste Modell im Vergleich. Aber macht euch bitte selbst nochmal ein Bild zum Ninebot Max G30D2, dem Modell, welches laut Hersteller bis 65 Kilometer Reichweite hat, bevor es wieder aufgeladen werden muss. Mehr Infos zu diesem Modell über den dritten Link in der Videobeschreibung.